Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Meister. Nur ein Meister des Bösen, das. Ja, Admiral, was gibt es? Der Imperator hat befohlen, dass Sie sich mit ihm in Verbindung setzen. Manövrieren Sie das Schiff aus dem Asteroidenfeld heraus, sodass wir störungsfrei übertragen können. Ja, mein Lord. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht. Wenn du nicht kämpfen willst, ist dein Schicksal besiegelt. Verständigt meinen Sternenzerstörer. Er soll sich auf meine Ankunft vorbereiten. Ja, Meister. Wo ist Padme? Ist sie in Sicherheit? Geht es ihr gut? Bedauerlicherweise habt ihr sie wohl in eurem Zorn getötet. Das ist unmöglich. Sie hat gelebt. Ich habe es gespürt. Vorhergesagt, dass du hier sein würdest. Unser lang ersehntes Treffen ist endlich Wirklichkeit. Freut mich, dass du meinetwegen Vorfreude verspürt hast. Wir müssen keine Gegenspieler sein. Der Imperator wird Gnade walten lassen, wenn du mir sagst, wo die verbliebenen Jedi zu finden sind. Es gibt keine Jedi. Dafür haben du und deine Inquisitoren gesorgt. Vielleicht wird dieses Kind eingestehen, was du leugnest. Direktor Krennic. Lord Vader. Sie wirken nervös. Nein, ich stehe nur unter Zeitdruck. Es gilt sich um etliches gleichzeitig zu kümmern. Sehr bedauerlich. Und dennoch haben Sie überaus viele Dinge zu erklären. Ich habe die Waffe geliefert, die der Imperator verloren hat. Ihre Fähigkeit, Probleme zu verursachen, wurde jedenfalls bestätigt. Eine Stadt vernichtet. Ein offener Angriff auf eine imperiale Einrichtung. Es war Gouverneur Tarkin, der diesen Test vorschlug. Sie wurden nicht herbestellt, um vor mir zu kriechen, Direktor Krennic. Nein. Es gibt keinen Todesstern. Der Senat wurde bereits informiert, dass Jeddah durch ein Minenunglück vernichtet wurde. Ja, mein Lord. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie nicht eher ruhen, bis Sie dem Imperator zusichern können, dass Galen Erso diese Waffe nicht sabotiert hat. In keinster Weise.